jetzt hier gerade auf dem Sprung, weil ich gehe mit dem Kickboard heute in die Zoo. Jetzt habe ich einfach ein paar Nüsse. Sonst habe ich dann oben ein Bananenbrot. Ich bin einfach noch der Fazit bei, weil es kann einfach auch kalt werden, gerade momentan zu einzigen Jahren. Einfach, dass man das schnell sieht, habe ich hier einfach Leisure an. Ich muss noch die Schuhe anlegen. Ich muss einfach über den Helm wegen dem Kiki. Heute ist einfach meine Hoffnung, dass wir ein Mäulchen sehen. Ich weiss nicht, ob es vielleicht auch schon zu kalt ist. Das kann natürlich auch sein. Heute scheint die Sonne noch ein bisschen. Und darum können wir jetzt hier mal einfach schauen. Ab geht's, los geht's. So, wir sind jetzt im Zoo angekommen. Und jetzt gehen wir zu den Mäulchen. So, also jetzt sind wir da, gehen wir jetzt Richtung Mauchgehege. Jetzt können wir uns heute hier anhöckeln. Beim Mauch ist es halt wirklich so, dass sie im Gehege, im natürlichen Umgebung sind, weil sie Wasser haben. Und es ist jetzt folgendermaßen, dass wenn sie hier Wasser haben, können sie halt hier auch in die Gräsli rein. Wir können jetzt mal rufen. Ich weiß nicht, ob man einen finden und da etwas findet. Da ist ja eine Höhle, das ist eine Mauchshöhle. Da muss ich googeln, ob die im Winterschlaf sind. Weil das weiss ich jetzt nicht gerade im Fall. Und die sind jetzt am Schlafen. Denke ich, die sind jetzt nicht rum. Ich habe ihn als Einschub jetzt sagen, ich bin jetzt daheim am Editieren das Video. Und habe ihn sagen, dass ich gegoogelt habe. Also ich habe jetzt gegoogelt noch wegen dem Milch und die sind wirklich im Winterschlaf jetzt. Wir sind jetzt hier im Affenhaus, wo man reinschauen kann. Halt einfach, was sie so machen den ganzen Tag. Hier bin ich noch viel. Einfach ein bisschen zuschauen, wie sie da oben so ein bisschen spielen. Weil jetzt ist 10 Uhr. Und dann sie oben so, haben sie so wie Spielstuhl. Das ist der Perry, das ist der Vater. Ich tue es dann gerade auch noch filmen. Das war mein Helm. Dort mit dort. Spielen haben sie schon einen Ring bekommen. So einen Autoreifen. Und ich gehe nicht mehr, aber ich wieder weiter. Meistens, nachdem sie Spielstunde hatten, und ich gehe dann später wieder nach Zäune am Schluss. So, ich hoffe, ihr habt auch Spass gehabt heute mit mir, wenn halt viel einfach im Windschlaf schon sind. Trotzdem halt, wie geht man genau auf die Suche nach den Tieren? Und halt, wie tut man halt sich an, schleichen und anpilgern. Ich hoffe, das hat euch Spass gemacht, meinen Vlog zu schauen. Und dann bis zum nächsten Mal.